Gute, hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Warships. Ich bin hier auf Tier 8 unterwegs und Tier 8 sagt, auch wenn man mit einer Amagi fährt, einem Schlachtschiff der kaiserlich-japanischen Marine, und warum das so ist, das wird dieses Replay zeigen. Es ist in der letzten Zeit, es ist ein aktuelles Replay. Wahrscheinlich mit einigem Abstand das Beste, das ich so erspielt habe. Und tja, trotzdem ist es am Ende fast schon ein finanzielles Negativgeschäft gewesen. Und das ist eigentlich Alltag. Ja, das ist täglich Brot und Butter. Das heißt, wenn man also ja, nicht wenigstens durchschnittlich spielt, dann hat man auf T8 einfach nichts zu melden. Da wird man auf T8 nur miese machen. Und es ist davon auszugehen, dass es auf T9 und T10 noch schlimmer ist, auch wenn ich dazu keine wirkliche Aussage treffen kann. Und ja, finde ich ein bisschen problematisch, das Ganze. Einerseits ist es natürlich verständlich, dass man nicht mehr unendlich Geld und was auch immer hinterhergeworfen bekommt, gerade auch mit steigender Tierstufe. Verstehe ich, ja, aber dass man dann wirklich irgendwann an einen Punkt kommt, wo man selbst mit Premium, wir wollen ja gar nicht davon reden, was passiert, wenn man kein Premium hat, das ist völlig abwegig, man eigentlich überhaupt gar keine Chance mehr hat, das Spiel irgendwie noch zu spielen. Ja, also ich finde es alles ein bisschen sehr, sehr bedauerlich. Sagen wir es mal so. So, ja, hier haben wir jetzt mal das erste Ziel, eine Miyoko, die sehr schön die Breitseite zeigt. Und ja, dieser eine Treffer, das ist selten, kriegt man selten so mal hin, weil halt einfach auch die Gegner zusehends wissen, was sie tun. Was ich von mir nicht unbedingt zwangsweise behaupten möchte. Was er da auf jeden Fall macht, ist mal ja, einigermaßen unintelligent. Kassieren ja auch einen ganz guten Treffer, weil wir zu viel Breitseite zeigen. Ich wollte ihn aber gerne töten. Also im Grunde habe ich genau das gemacht, was er auch gemacht hat. Bullshit nämlich. Viel zu viel Breitseite gezeigt, sollte man natürlich hier gar nicht tun. Aber das kommt halt davon, wenn man dann gierig auf den Kill ist. Und das bringt uns zu einem anderen wichtigen Aspekt, den ich eben schon ein bisschen angerissen habe, die Kosten. Denn es gibt natürlich zwei Gründe, warum ein Spiel nicht so gut verlaufen kann. Weniger vielleicht Gründe, sondern sagen wir mal zwei Aspekte. Der eine ist, dass man keinen Schaden verursacht und dass es deshalb einfach ein scheiß Spiel ist. Und der andere ist, dass man selbst zu viel Schaden nimmt. Und das ist auf Tier 8 ein massives Problem. Denn bereits wenn man drei Viertel der Gesundheit verloren hat, ab der Hälfte so und so, ist eigentlich davon auszugehen, dass es de facto ein Negativgeschäft sein wird. Es sei denn, man verursacht irgendwas über, keine Ahnung, 160.000 Schaden. Was für mich, muss ich einfach mal ganz ehrlich sagen, einfach nicht realistisch ist. In den meisten Spielen ist es einfach viel, viel weniger. Und ja, das ist einfach ein krasses Missverhältnis in meinen Augen zwischen dem, was man durchschnittlich erreichen kann, was ich durchschnittlich erreiche und erreichen kann, und dem, was ich eigentlich erreichen müsste, wenn ich hier erfolgreich sein wollen würde. Und natürlich ist dieser Punkt Skill ganz, ganz wichtig, denn es gibt sicherlich auch unter euch den einen oder anderen, wahrscheinlich sogar recht viele, die einfach WoWs spielen können und die diese Probleme nicht haben werden, von denen ich hier erzähle und die demzufolge auch eine ganz andere Sicht der Dinge haben werden. Ich kann es natürlich nur aus meiner Perspektive schildern und für mich wäre es einfach wesentlich interessanter, wenn man dem Spieler hier etwas entgegenkommen würde. Zumal auch dann, wenn man noch extra noch dafür Geld bezahlt, und das ist ja nicht wenig, dieses Premium, dieses de facto Abo-Modell, was es hier nun mal gibt bei World of Warships. Das ja, sind ja einfach nicht unerhebliche Kosten. Man ist da ganz, ganz schnell in einem Bereich, wo man ein Vielfaches von dem ausgibt, was ein normaler AAA-Titel kosten würde.
Und natürlich ist es wie immer jedem selbst überlassen. Man kann da argumentieren und sagen, ja, du musst ja nicht, du kannst es auch so spielen, ohne Premium und bla und bli und blub. Aber die Wahrheit ist einfach, dass es ab einer gewissen Tierstufe effektiv nicht mehr möglich ist, ohne Premium zu spielen. Es sei denn, man spielt überdurchschnittlich gut, dann ist es weniger wichtig, wobei es auch da eine Grenze geben wird. Sie wird wahrscheinlich später sein, wo kann ich nicht sagen, weil ich nicht Teil dieses illustren Kreises bin. Aber die Problematik, die bleibt einfach. Ja, und das ist eine große Problematik. Denn, ja, wenn man so dieses Spiel hier bestreitet, man muss sich halt immer Gedanken machen. Einerseits bin ich gezwungen, weil ich ja Schaden machen will, offensiv zu sein und auf Reichweite zu kommen und beim Gegner Treffer zu landen und so weiter und so fort, was auch immer. Auf der anderen Seite kann ich es mir absolut nicht leisten, auch nur irgendwas einzustecken. Es geht einfach nicht. Ich bin sofort im negativen Bereich, was mein Gewinn am Ende des Spiels angeht. Und das ist, ja, es ist natürlich ein Widerspruch, der irgendwo auch die, ja, ich sag mal, die Eleganz des Spiels ausmacht. Denn es soll ja auch nicht zu einfach sein. Natürlich nicht. Aber man muss halt eben auch irgendwo. Gerade auch für die nicht so guten Spieler, und das ist nun mal eben immer die Masse in jedem Spiel, wow, das sah sehr interessant aus, muss man irgendwie Möglichkeiten finden, Möglichkeiten und Anreize. Und hier ist es jetzt halt so, dass man von Seiten Wargaming einfach gesagt hat, perfekt, dann verkaufen wir halt mehr von unseren Abos. Ist doch eine tolle Sache. Ja? Und Leute kommen trotzdem nicht zurande, aber irgendwann wird dann einfach der Punkt erreicht sein, wo man sich auch mal sagt, okay, jetzt habe ich hier, was weiß ich was, 120 € in dieses Spiel investiert. Es läuft trotzdem noch nicht, vielleicht auch, weil ich nicht so gut bin, aber ja, vielleicht liegt es eben auch ein bisschen am Spiel. Vielleicht macht mir das Spiel auch irgendwie zu schwer. Gerade auch, wenn ich arbeite, wenn ich Familie habe, wenn ich vielleicht auch noch andere Interessen habe. Ich spreche jetzt nicht von mir, ne, als World of Warships spielen. Dann wird man sich halt dann irgendwann mal fragen müssen, ja, ist es das überhaupt noch? Und letzten Endes ist das natürlich dann auch irgendwo Kundschaft, die man an der Stelle irgendwo einfach auch verliert. Also es ist sicherlich auch zu einem nicht ganz unerheblichen Teil eine Balance-Entscheidung der etwas anderen Art. So möchte ich es mal ausdrücken. Ja, das auf jeden Fall. So ein Thema, was mich die letzte Zeit viel beschäftigt hat. Ich hätte es ja auch schon mal in einem anderen Video angesprochen, also weiß ich nicht. Ja. Die Frage ist halt auch, wie geht man jetzt damit um, wenn ich jetzt einerseits sage, okay, das gefällt mir nicht und ich finde das auch dieses Zahlungsmodell nicht okay an einer gewissen Stelle. Wargaming hat einfach mal schon genug mit mir verdient. Mehrfaches. Von ja, sicherlich auch anderen Firmen, die das vielleicht sogar noch eher verdient hätten, von mir zu bekommen, weil ich ihre Spiele einfach intensiver gespielt habe, dann muss man sich halt einfach fragen, ja, was mache ich jetzt damit? Weil auf der anderen Seite will ich das natürlich auch irgendwo spielen, dieses Spiel. Aber dann wird es halt auch irgendwie wieder, ja, man kommt einfach nicht mehr so recht weiter und. Wahrscheinlich ist die einzige wirkliche Reaktion an der Stelle, sich dann einzugestehen und zu sagen, okay, ich bringe hier die Skills nicht mit, die das Spiel voraussetzt. Wenn ich es weiter spielen will, dann muss ich einfach für mich persönlich ganz klar wissen, das wird so nicht funktionieren. Ja, ich habe hier erreicht, was ich erreichen kann. Ich kann das noch spielen, aber ich muss einfach an der Stelle so ehrlich zu mir selbst sein und sagen, ja, ich werde hier an der Stelle nicht mehr weiterkommen und ich werde außerdem einfach damit leben müssen, wie die Verhältnisse hier im Moment dementsprechend auch sind. Bringt natürlich auch so ein bisschen den Punkt auf den Tisch, wie werde ich denn eigentlich besser? Wargaming tut ja da so ein bisschen was, indem man Tutorials im Spiel hat und diese Bad Advice Series da mit dem Captain, die ich persönlich eigentlich ziemlich genial finde. Ja, und ansonsten ist es halt einfach spielen, spielen, spielen. Das sind sicherlich Tipps von Leuten, die wissen, wie es geht.
Wenn man gut genug ist, irgendwie die richtige Einstellung mitbringt, dann kann man sich sicherlich auch das ein oder andere einfach ableiten. Kann ich jetzt hier nur bedingt. Was dann sicherlich auch irgendwo hilfreich ist, wenn man sich irgendwie so ganz klassisch irgendeinem Clan anschließen würde oder eine private Spielgemeinschaft, dass man sich einfach so ein bisschen Tipps bei anderen einfach holt, dass man unter die Arme begriffen bekommt, dass man dann auch gesagt wird, okay, hier, da und dort, da waren die Fehler. Nur, das ist halt auch irgendwo alles dann Zeit. Und weiß nicht, vielleicht ist es auch ein Stück weit einfach die persönliche Fähigkeit. Weil wenn ich das jetzt mal mit Company of Heroes vergleiche, da bin ich da einfach deshalb so gut in Anführungszeichen geworden, wie ich war, weil ich exzessiv gespielt habe. Teilweise, also wirklich exzessiv. Was auch seinerzeit möglich war. Und tatsächlich gab es sicherlich auch da irgendwo enge Grenzen. Und was mich angeht, so habe ich diese Grenzen hier sehr, sehr wahrscheinlich einfach erreicht. Es ist sicherlich auch so ein bisschen irgendwo der gesundheitliche Aspekt, der damit reinspielt. Oder sagen wir mal so die Fitness, Ausdauer, wenn man so möchte. Weil ich in der Regel dann halt abends, wenn ich nach Hause komme, auch ein bisschen müde bin. Das ist gerne mal nach einem 12-Stunden-Arbeitstag auch, ne? 10 Stunden so und so. Ist quasi schon Standard. Und da ist dann halt die Frage, setze ich mich überhaupt noch an die Kiste? Und wenn ich das mache, was für Chancen kann ich mir da noch ausrechnen, wenn ich weiß, dass ich ohnehin schon ein bisschen verzögerte Reaktionen habe, dass ich auch so ein bisschen doppelt sehe, dass ich ja, einfach müde und geschafft bin. Ja. Es gibt da so diverse Aspekte, die da mit reinspielen. Wie so oft. Die eine große Wahrheit, die gibt es ja nicht unbedingt. Ja, aber um auch mal ein bisschen auf das Spiel an sich zu sprechen zu kommen. Und das ist natürlich auch ganz interessant, weil wenn es gut läuft, dann lohnt es sich natürlich auch nochmal hinzuschauen und zu überlegen, warum lief es denn eigentlich gut. Ja, es hat auf jeden Fall viel mit dem individuellen Skill zu tun. Das ist überhaupt gar keine Frage. Also das bestreite ich in gar keinster Weise. Ich denke aber auch, dass es immer so ein bisschen eine Frage des Drumherums ist. Wie stellt sich jetzt so das Team an? Wie stellt sich das gegnerische Team an? Ist man zur rechten Zeit an der rechten Stelle? Auch das ist natürlich ein bisschen zu beeinflussen, aber wenn man sich die Anzahl an Spielern anguckt, die hier im Spiel beteiligt ist, dann sind die Einflussmöglichkeiten dann doch auch wieder ein Stückchen weit beschränkt, denn es sind halt eben viele Leute. Und wenn einfach alles gegen einen spielt, Dinge einfach auch, die außerhalb der eigenen Einflussmöglichkeiten sind, dann läuft's halt einfach mal nicht. Das ist dann an der Stelle auch einfach mal so. Sag ich, also man darf mir da gerne widersprechen. Aber das ist auf jeden Fall irgendwo der Eindruck, den ich gern bei der ganzen Sache gewonnen habe. Und ja, in dem Spiel hat man das, denke ich, auch ganz gut gesehen, weil für meine Verhältnisse, wie gesagt, ist das jetzt schon eigentlich ein überdurchschnittliches Spiel. Und das ist sicherlich nicht zuletzt deshalb so, weil, ja, weil die Tagesform einfach passt. Es gibt ja auch sowas wie eine Tagesform. Wie der Name schon sagt, das ist jeden Tag etwas anders. Ein wesentlicher Aspekt ist dann einfach auch, dass man ja irgendwie einfach alles richtig macht, dass das richtige Quäntchen Glück mit dabei ist, dass man das also hatte und ja, dass das Team irgendwie ein Stück weit mitgespielt hat und sei es nur, weil es sich vor einen hingestellt hat oder wenn man selbst nicht so dumm war, sich selbst an die Spitze zu setzen. Das sind halt einfach so Aspekte. Glück jetzt zum Beispiel natürlich dann auch oder ja, sagen wir mal, Verhalten des gegnerischen Teams. Wenn wir uns an den Start erinnern, wo der Kollege Kreuzer da hartnäckig meinte, ja, dass er mit voller Breitseite vor mir rumfahren muss. Das ist halt einfach was, das habe ich in manchen Spielen überhaupt nicht. Also da habe ich kein einziges Mal die Gelegenheit, irgendwie auf die Breitseite zu schießen. Oder was dann auch deutlich mal hervortritt, ist halt so dieser Aspekt, ja,
das ist zwar alles hier schön und gut und ich habe eigentlich meines Erachtens nach alles richtig gemacht und was passiert dann? Ja, ein Scheißdreck passiert, es läuft einfach nicht, ja, also ich krieg die Zitadellentreffer zum Beispiel, ich krieg sie einfach nicht. Bei manchen Schiffen ist das häufiger als bei anderen, aber es ist halt einfach so ein, ja, so ein allgemeiner Effekt, man spürt das einfach ziemlich deutlich, sage ich mal. Hier jetzt relativ viel Action mit der Sekundärbatterie, wir sind dicht dran. Finde ich eigentlich auch ganz nett, dass das jetzt mit ausgewiesen wird bei diesen neuen Rebounds, auch wenn ich die Zitadellentreffer dieses Rebound da einfach abgrundtief hässlich finde. Das war sicherlich früher etwas schöner. Es gibt glaube ich auch Mods, wo man die alten Icons da mit reinziehen kann. Ja, Slane scheint ja im Moment irgendwie im Urlaub, ist es im Urlaub oder Arbeit, irgendwo im Ausland, weiß der Teufel. Wird seine Mod nicht aktualisiert, das ist ein bisschen nervig. Überhaupt ist es interessant, dass jetzt auch schon wieder nach so wenigen Taten hier irgendein Hotfix kommt und ja, ist für die Modder sicherlich auch sehr störend. Ich hatte ja mal mit einem von denen so ein bisschen kurz Kontakt, die haben natürlich noch erzählt, wie krass das eigentlich ist, was Wargaming da teilweise für ein Kappeskram macht, dann einfach irgendwo irgendwie irgendwas ändert, total sinnlos und was dann halt einfach dazu führt, dass ja einfach Mods nicht mehr funktionieren. Das ist schon krass. Ja, jetzt nähern wir uns hier langsam der letzten Phase des Spiels und den 100.000 Schaden. Vom Gegner sind also noch 4 Schiffe am Start, bei uns noch 3. Hier auch ein sehr schöner Treffer. Also die North Carolina, die rockt da richtig ab. Ist auch so ein, naja, wo wir es gerade sagen, der ist ja auch schon tot. Ist jetzt auch ein Schiff, was ich eigentlich so entgegen von meinem ursprünglichen Plan auch mal freigespielt habe und gekauft habe. Und da muss ich halt einfach auch sagen, ja, es ist rein optisch und so vom Feeling her eines der coolsten Schiffe, finde ich, im Spiel. Aber, ja, es streut. Es streut ziemlich stark. Und es ist bis dato eigentlich auch ein einziges gigantisches Verlustgeschäft gewesen. Ich habe mir jetzt so ein bisschen die sehr, sehr ungünstige Situation, dass eigentlich von allen Seiten Gegner kommen. Und dass wir es uns so nicht mehr gewinnen werden aufgrund der Tickets. Das Problem ist jetzt, wenn ich jetzt auf ihn anlege, dann schießt mir die Colorado in die Seite. Und wenn ich mich noch weiter rumdrehe, dann die Tirpitz. So, egal wo ich jetzt hingehe, ist es eigentlich schlecht. Und ich stehe eigentlich schlecht da. Das sieht man jetzt auch gerade. Da kommen jetzt die Schüsse rein. Also das Sinnvollste wäre es wahrscheinlich an der Stelle gewesen, direkt abzudrehen. So haben wir jetzt halt doch echt krass viel Schaden kassiert. Und wenn jetzt hier wahrscheinlich auch vor Ablauf der Frist dann noch abkratzen gehen. Ihr seht schon, ich suche die ganze Zeit lang, ob ich irgendwo was in der Breitseite treffen kann, aber bietet sich halt einfach gar nichts an. Und ja, so kann man jetzt schon davon ausgehen, dass das hier auch mit die letzte Salve sein wird. Da drehen wir uns dann nochmal ein bisschen in den Gegner rein, in der Hoffnung, dass wir noch möglichst viele Granaten abschießen können. Und dann ist das Ganze an der Stelle auch schon vorbei. Hier also die Endstatistik und ja, was soll ich sagen? Dadurch, dass wir jetzt hier gestorben sind, ich habe zwar vom Schaden her ein ziemlich gutes Gefecht gemacht für meine Verhältnisse mit diesen 121.000, aber ich habe von dem Geld, was ich hier erhalten habe, 3/4 abgeben müssen für die Reparatur des Schiffs. Und das ist halt einfach übertrieben. Also ich bin positiv hier rausgegangen, immerhin, aber es steht einfach in meinen Augen in keinem Verhältnis mehr und ja, das war es eigentlich auch so ein bisschen, was ich hier in der Aufnahme rüberbringen wollte. Gut, soviel also an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao, ciao.